Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind hier wieder gemeinsam unterwegs im Scania, im Eurotrack Simulator 2. Sind gerade in Verona in Italien, haben da gerade Kork abgeliefert und nun gucken wir mal, was wir sonst noch so fahren können. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und dann auf nach Italien. Nein, ich will keine Ruhepause mehr machen. Externe Aufträge von Verona aus. Oha. Die ist ein bisschen sehr groß. Also die brauchen wir echt nicht fahren. Schwergut ist die Karre auch nicht für geeignet. Nizza, Neapel. Bagger nach Neapel. Das wäre eine Maßnahme. Gucken mal, das sind ein paar Kilometer. 20.000. Ist natürlich schwer, der Kram, ne? Oh, das ist aber noch cooler hier. Das machen wir. Das Ding machen wir. Schön, Italien. Aber jetzt sagt er bestimmt wieder, dein Trailer ist nicht geeignet. Ne, sagt er nicht. Sehr schön. Das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, haben wir schön Langstrecke. Oder Langstrecke, ist das Langstrecke? Keine Ahnung. Mit Fähre. Eine etwas längere Tour diesmal. Meiste Zeit sind wir hier nur so um Kirchturm rumgefahren. You've got the contract, now go. Jo, laber nicht so viel. So. Müssen wir den Mist denn überhaupt wegholen? Von Barbaras wieder? Turn right. Könnte ja. Sieht fast so aus. Verladen wohl alles da. Get ready to turn right. Jo. Ich bin sowas von ready to turn right. Nee, ist doch nicht Barbaras, ist was anderes. Turn right. Ja. Gucken, wie schwer die Gabelstapler sind, aber. Wir turn haben jetzt left. ja atemberaubende. Was ist das? Diese Wohnwagen sind zu schmal. Naja. Wir haben jetzt ja atemberaubende 410 oder was Get haben wir ready to jetzt? turn right. Wir fahren Leistung ohne Ende. Das ist eine Turn Maschine right. jetzt, unser LKW. Eine Maschine, eine richtige Maschine. Schicke Lackierung. Feuerwehrautos sehen fast überall gleich langweilig aus. Aber Polizeiautos sind manchmal auch ganz kreativ. So, hier links zu Turn Bosch. left. Okay. I turn left. Machen wir über die We're Drempels. Rumpel, here. Right rumpel, on rumpel. time. Und dann müssen wir hier hinten irgendwo zwischen, ne? Da unter durch. Da ist er. Gabelstapler. Ach, guck mal, die sind sogar verzurrt. Sehr schön. Nicht so wie die anderen neulich, die uns entgegengekommen sind. Ladungssicher, was? Let's do this. Guck mal, da kurbelt er schön die Kurbel hoch. Alles schön mit Ketten gesichert. Sehr schön. Auf geht's. Nach, wo fahren wir überhaupt hin? Sassari. Sassari, Sassari, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Sizilien. Ist das Sizilien? Ist Sizilien die Insel oder ist Sizilien der Fußball? Ich war schon mal besser in Erdkunde. Nein, das ist nicht Sizilien. Sizilien ist doch der Fußball, ne? Ich habe keine Ahnung. Turn right. Ja, müssen bloß weit genug ausholen, dass wir nicht mit dem Keep Auflieger hinten left, an der Hütte hängen then bleiben, turn ne? left. Turn left. Go straight.
Okay. Sardinien, genau, sowas. Sizilien ist ja die andere. Sardinien fahren wir hin. Get ready to turn left. Hä? Achso, da hinten. Ich wollte gerade sagen, wieso hier left? So. Was riecht denn der Kram überhaupt, den wir da jetzt drauf haben? 11 Tonnen. Ja gut, doch. Das geht mit unserer Zugmaschine wohl. Wie viele Kilometer sind das? 1300 Kilometer. Gut, ganzes Stück Fähre, aber... Große Runde durch Italien. Da müssen wir sicherlich vorher noch mal tanken, kann das sein? Ja, das packen wir nicht mehr mit einem Tank. Ah, okay. Die, wo kein Dings ist, das sind die für diese Transponder. Da kannst du einfach durchfahren. Und die, wo so ein Symbol ist, musst du anhalten. Also fahren wir in Zukunft immer durch die, wo kein Symbol ist. Gut zu wissen, wieder was gelernt. So, hier geht's geradeaus weiter. Genau, wir wollen ja Richtung Suzara. Fahren wir nicht sogar nach Suzara? Ne, nach Sassari fahren wir. Ich spreche es wahrscheinlich alles völlig falsch aus, aber ist egal. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Innsbruck. Das war richtig ausgesprochen, glaube ich. Das ist irgendwo in Dänemark, ne? Glaube ich, ja. Innsbruck war in Dänemark. Ist quasi direkt neben Den Haag. Ja. Keep right and then exit right. Siehst du, ich hätte sogar runtergemusst. Ich brauche ein neues Lenkrad. Das hat gerade wieder nicht richtig reagiert und deswegen bin ich nicht rumgekommen. Und ich wollte mich auch nicht wieder auf die Seite legen, so wie mit dem Tanklaster neulich. Keep right. Keep right, keep right, keep right. Suzara, Bologna. Bologna war, glaube ich, auch gar nicht mal falsch ausgesprochen. Ja. Da kommt bestimmt die Bolognese her. Keine Ahnung. Schlechte Witze? Kann ich. Das stimmt sogar. Ich weiß es nicht. Was hältst du da an? Oh. Das kostet doch alles Zeit. Mensch. Ihr habt eilig. Wir müssen Kilometer schrubben. 1300 oder so. Unsere längste Tour bis jetzt. Inklusive Fähre rüber nach Dingsbums. Was hatte ich gesagt? Sardinien, ne? Ich kann mir das nicht merken. Na, er fährt auch seine 90 hier. Bleibe ich dahinter. Nochmal 2 km/h weg, dass er ein bisschen Abstand kriegt. Okay, nochmal 2 km/h weg. Jetzt wird er wieder langsamer, der Sausack. Lässt er mich vor da hinten? Ja, lässt er. Oh, will oder nicht? So. Überholen wir. Was haben wir denn hier Schönes? Audi, 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 Audi. Nur Audis. Ich würde dich gerne rüberlassen, geht aber leider nicht, weil neben mir fährt so ein komischer Transit.
Suzhou oder Bologna? Bologna. Zu spät gesehen. Das hätte ich schon früher rübergezogen, bevor er kam. So. Halb vier, Gott, oh Gott, hab ich wieder lange geschlafen heute. Aber wir haben ja gestern dabei auch bis eins, halb zwei gestreamt. Muss man ein bisschen länger schlafen. Ancona, Milano. Ups. 23 Stunden, guck mal, die ersten 100 Kilometer haben wir schon. Zu Sarah sind wir durchgefahren, Bologna auch. Oder fahren wir dann vorbei? Keep left. Okay. In Milano wollen wir nicht hin, da kommen wir doch gerade her. Alle Straßen führen hier nach Milano. Also wenn da überall Rom stehen würde, das könnte ich auch noch nachvollziehen, weil alle Straßen oder alle Wege führen ja bekanntlich nach Rom. Ist hier 60? 60. So, du darfst jetzt wieder beschleunigen und wehe, du trittst auf die Bremse. Ich vermute, dass ich auf die... Ich steige durch die italienischen Straßen noch nicht so ganz durch. Geht's jetzt hier wirklich nur raus? Nein, es geht hier doch bestimmt auch wieder geradeaus weiter, so wie die ganze Zeit eben auch, ne? Da kommt gleich eine Abfahrt. Und obwohl hier steht, dass es hier abgeht, kannst du hier einfach geradeaus weiterfahren, genau. So. Oh, ne? Oh, der Wauwau, da wollen wir mal eben gucken. Der Wauwau bellt, das ist nie gut. Aber ja, gut schon. Hat er wohl gerade Lust gehabt zum Bellen. Kann mal vorkommen. Manchmal hat er das. Da will er einfach mal bellen, wie Hunde halt so sind. Ne? Das soll er ja auch nicht. Oh Gott, dieses Lenker geht mir auf die Nerven. Ach. Aber selbst für ein Refurbished zahlst du ja noch 160 Euro oder so, weil das fast noch geht. Sie ist halt nicht ein 200, über 200 Euro dafür zu zahlen, ne? So, was sagt uns das? Die Spur endet gleich. Gib Gas da mit deinem, was ist es? Renault. Lenkrad.
Oh, hier ist wieder schöner Ausblick hier. Schön durch die Täler. Herrlich. So mag ich das. Schöne Strecke. Passt das schon? Ja, müsste passen. Oh, weil er nicht gebremst hat, ne? Ja. Der Retarder nicht gegriffen. Schade. Hätte der Retarder gegriffen, hätten sie mich nicht geblitzt. Skenova Genf? Ich glaube ja, ne? Nee, kann doch nicht. Da sind wir doch viel zu weit südlich. Ich weiß es nicht. Hier ist Stau. Ihr wollt alle hier rüber? Ja, ich fahre ganz nach links, dann könnt ihr hier rüber. Genau, bleibt einfach stehen. Das ist eine super Idee. Das fehlt der KI in dem Spiel noch so ein bisschen, so das Arschlochverhalten. Das wäre noch manchmal. Würde noch ein bisschen Realismus bringen. Ich dränge jetzt. Es kann. Tausend Kilometer sind wir schon gefahren mit dem Truck. Haben seitdem. Eigentlich ist er noch quasi neu, weil wir haben ihn ja seitdem dreimal umgebaut. Teilt sich das hier auf? Nein, es geht noch gerade weiter. Ja. Da liegt was? Ein Stück Reifen? So aus wie ein Stück Reifen. Wie viele Stunden Fahrzeit haben wir noch? 7 Stunden. Es könnte gerade reichen, dass wir da die Fähre erwischen. Mal gucken. Oder? F2000. Siehst du? SK haben wir noch nicht getroffen, aber ein F2000. Dann haben wir ein F2000. Also auch der ist drin. Schön. Scheint es aber nicht ganz so viele mehr von zu geben. Oder ich habe sie bloß noch nicht gefunden. Area Servizio. Okay. Akpi? Egi. Eni. Eni. Eni verkauft Sprit. Ja. Oder Eri? Ich glaube Eni stand da, ne? Ach, das soll eine Lokomotive sein da vorne. Ich wollte gerade sagen. Also solche Wagen, solche Güterwagen wirst du auf dem europäischen Kontinent nicht sehen. Das sind ja die klassischen Boxcars. Die gibt es eigentlich nur bei den Amis. Ich glaube, ja, die Russen haben vielleicht auch noch welche. Oder, also alles, was ehemals UdSSR, die haben vielleicht noch aus Altbeständen sowas rumfliegen, aber sowas in der Form siehst du eigentlich in Europa gar nicht mehr. Oder in der Form hast du es sowieso nie gesehen, weil die hier anders aussahen. Meistens runde Dächer und so. Also, äußerst unwahrscheinlich, dass einem sowas über den Weg läuft. Warum sind die alle so langsam? Ach, weil es da geknallt hat. Ja, fahr! Fahr weiter! Ist doch nix. Brauchst nicht gaffen. Was ist denn da hinten? Sieht aus wie ein Marschstation. Ach so, das ist die Auffahrt gewesen. Okay. Ah, das sind Bausteige, die Autobahn, ich weiß das schon gar nicht mehr.
VVR, ist das nicht Verkehrsverbund Rhein-Ruhr? Also ganz schön weit weg von zu Hause. Die Carabinieri sind einfach am Unfall vorbeigefahren. Why not? Der ist uns in der Schweiz auch schon begegnet, der Michelin-Mensch da. Was kommt da? Achso, ein Magnum. Da hat es da auch wieder geknallt? Oder sind das die Carabinieri? In Zivil. Die Tarn-Carabinieri. Ah, wow, der war schnell genug. Ich wollte schon rüberziehen. Hier ist auch gerade Ernte. Überall liegen Heuballen. Umbria, wir haben die Toskana verlassen. Wir waren in der Toskana. Wir waren in der Toskana. Wir haben die Toskana verlassen. Das Schild Toskana habe ich gar nicht gesehen. Was hat er da drauf? Ach hier, er fährt Drehgestelle durch die Gegend. Noch mehr Autos. Eisenbahn haben sie in Italien auch. Schöne Brücke. Schöne Eisenbahnbrücke hier. Ist leider nicht aufs Schild geguckt, was das für ein Fluss sein soll. Falls da überhaupt eins stand. Also nennen wir den Fluss einfach Fluss. Es war der Fluss, 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 Fluss. Kilometer noch. Ja, gucken wir mal, ob wir da noch bis zur Fähre kommen. Sehen, wo es hier so hingeht. Was haben wir denn heute? Heute ist der. Was ist heute? Heute ist der 16. glaube ich, ne? Mein Handy sagt, heute ist der 16. gut. Geradeaus, geradeaus. Rom! Wir fahren nach Rom. Grad. Mhm. In Rom. Altstation. Zoll? Ne, nicht Zoll. Maut? Vermute ich mal. Ja, Maut. Siehst du? Sag ich da. Wir verlassen Umbria und sind jetzt in Lazio. Die mittlere Spur ist für Adakat. Dann fahren wir. Ne, ist nicht.
Telepass. Wir haben Telepass. Haben wir nicht, aber wir fahren über die Telepass-Tour. Schichten, Wege, Fahrten. €98 Maut. Junge, Junge, Junge. Das ist Heldür. Das ist Heldür. Alter Schwede. Guck mal, rechts geht's zu Schwarze Plane. Was steht da? Konnte ich nicht lesen. Irgendwas mit Gutoro von Credencia. Ich muss ja left keepen, right geht's ja nicht, ne? Ist das Rom? Ah, das ist Rom. Gucken, ob wir den Eiffelturm sehen können. Weil der ist bestimmt in Rom. Vielleicht sehen wir ihn ja. Dann haben wir uns allerdings verfahren. Ah, vielleicht sehen wir den. Roma Nord. Nee, wir wollen an Rom vorbeifahren, leider nur. Guck, da ist er schon. Hab ich doch gesagt. Hier, da steht er. Da ist der Eiffelturm. Da ist er. Hab ich doch gesagt. Hier wollt ihr mir nicht glauben. Napoli, Livorno ist, glaube ich, der Fährhafen, wo wir hin wollten, ne? Was hat er da drauf? Einen ganzen Mähdrescher? Das ohne Überbreite? Dann habt ihr aber ganz schön gequetscht, Leute. Ja, die Leiter hängt an der Seite drüber, ja. Die hätte man wahrscheinlich abgebaut. Die Leiter. Die hättest du abgebaut, definitiv. Oder nach vorne geklappt, wenn das bei dem geht. Da hinten müssen wir gleich runter. Ist das hier schon? Müssen wir nach Napoli? Ja, scheint so. Prepare to turn right. Oh, ist gesperrt? Nee, oder? Nee, ist bloß ein Unfall. Okay. Warum sagt er nichts mehr? Keep right. Ah, jetzt. Then exit right. I'm exiting right, my friend. Yes, exit yes. Right. Schrapp, schrapp. Schon wieder eine Mautstation, okay. Telepass ist rechts, alles klar. Multipass. Zu schnell gewesen. Mal 500 Meter, super. Oder Diesel oder was fuhr der gerade?
86 km/h. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon rebuilt worden ist von den Promods hier, Italien. Aber ich denke mal schon, das gibt es ja schon ein bisschen länger. Und dafür sind die Ausfahrten auch alle zu logisch. Ich glaube, die Standard-SCS-Straßen sind ja meistens irgendwie zweispurige Autobahnen. Die rechte Spur geht stumpf in der Ausfahrt rein. Zumindest war es bei den deutschen Autobahnen immer so. Das haben ja Promods zum Glück alles gefixt. Die deutschen Autobahnen waren ja eine Katastrophe in dem Spiel. Aber zumindest vom Realismus her waren die völliger Blödsinn. Aprilia. Bauen die nicht Roller da? Ich glaube ja, ne? Ich habe nie so ein Ding gehabt, aber ich glaube, die bauen da Roller. Niedriger Tankfüllstand. Na super. Das heißt, wir kommen nur noch 500 Kilometer weit? Richtig. 479 Kilometer, alles klar. Wir gucken mal auf die Karte, ob wir noch bis zum Fährhafen kommen. So, warum hat sich das Spiel jetzt minimiert? Ach, da ist es wieder. So. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Dann tanken wir gleich in Neapel. Da ist eine Tanke. Aber auf die Tanke kommen wir wieder nicht rauf, wa? Wir brauchen ja keine Ruhestätte, weil wir können ja auf der Fähre schlafen. Oder wir fahren rüber und fahren hier an der Tränke. Hier ist aber erstmal in der Nähe keine. Nee, dann fahren wir hier auf der Tränke. Ja, fahren wir da einmal an der Tränke ran. Holen uns einmal einen neuen Diesel. Aber hier vorne kommt ja gleich schon eine. Dann fahren wir an die ran. Drive safe. Würde ich sagen. Hier kommt doch gleich eine Tankstelle. Da ist doch schon eine. 400 Meter. Allerdings scheint die gesperrt zu sein, so wie es aussieht. Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ne, doch nicht. Hier fahren wir raus, wir wollen tanken. Auto! Okay. Autocari! Let's find a new route. Never mind. Ah, bin ich jetzt in die falsche Richtung gefahren? Ne, Autocarry können da hinten auch tanken. Ich bin in die falsche Richtung gefahren, kann das sein? Jo! Ah. Okay, dass die anscheinend die Dings da auch so ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Steht da einer hinter mir? Ah, er steht natürlich direkt hinter mir. Okay, wir fahren doch nicht hier tanken. Ich hätte nicht gesehen, dass man da hinten auch tanken kann. Na gut, dann tanken wir doch kurz vor Neapel. Der könnte uns so ein bisschen was geben hier. Hat er das richtige Zeug dabei? Na, weiß ich nicht. Entweder Super oder Diesel. Ich konnte es nicht genau erkennen. Ah, ist nicht so clever. Sollte schon auf die Schilder gucken. Aber gut. Haben wieder eine Tankstelle erkundet. Ja, 143 m. Schön, 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 schön. Da ist er. Da kann man nicht sehen im Spiegel. Schade. Schönes Autochen. Ist das auf dem Meyersk hier drauf? Sieht nach einem Scania aus. Ja, so ein Scania. So, wo geht's nach Neapel? Neapel geht's geradeaus.
Napoli. Ein Pickup? Hier? Oh, das sah aus wie ein Amarok, ne? Ist ja also kein richtiges Pickup. Casino Centro. Hin. Bin ich jetzt schon wieder hängen geblieben, dass ich Aufliegerschaden habe? Naja. Da müssen wir runter, wa? Ja, Napoli, da wollen wir hin. Ach, guck mal, hier sind die Carabinieri blau. Ist das nicht einheitlich in Italien? And then exit right. Gut, ist in Deutschland ja auch nicht. Die Bayern fahren ja auch immer noch grün-silber. Oder sind die mittlerweile auch auf das europäische Blau umgestiegen? Hat sich ja lange gegen gewehrt. Oder? Ja, ist hier. Gut. Zack. 86 einloggen. Ich soll nach rechts fahren, okay. Der Bus könnte etwas schneller sein. Ich werde schon wieder müde, gucke mal. Aber wir fahren ja gerade über Fähre. Auf der Fähre müssten wir eigentlich auch unsere Ruhepause verbringen können. Glaube ich. Dass das geht. Barazza, fahr etwas langsamer. Ach, jetzt gibst du Gas, oder was? Das habe ich ja gerne, ne? Jetzt ist er wieder schneller. Lümmel. Ja, Abstand, was ist jetzt wieder langsamer? Oh, Kerl, ist ja wie in echt. Das ist ein bisschen zu realistisch hier. Fortgeschritten, achte auf die Lava. Ich habe gerade irgendeinen Errungenschaftsfortschritt gekriegt. Achte auf die Lava. Ah, ich bin gerade an irgendeinem Vulkan vorbeigefahren, kann das sein? Exit right. Ja, machen wir. Napoli. Oh. Turn right. Right, right, okay. Auf die Lava. Das heißt, wir sind jetzt am Vesuv und am Ätna oder woran müssen wir vorbei? Vermute ich mal. Aber in welchem Abstand? Muss ich mal gucken. Muss ich gleich mal reingucken, wenn wir uns auf die Fähre vorbereiten. So, wo ist der Easy Pass? Multipass. Multipass. €44, kaum noch Sprit. Hunde müde. Der kommt schon ganz aus Mazedonien. Ich glaube, hier ist Mazedonien. Ne? Wobei, so weit ist das ja nicht. Wir sind ja quasi kurz vor Mazedonien. Italien ist jetzt ja nicht so weit. Haben wir was Wasser und dann bist du da.
and then exit right. Porto Napoli. Exit right. Oder Napoli Porto? Erster Aufenthalt in Neapel. Die dritte italienische Stadt. Auf unserer Liste, in der wir direkt drin waren. Ja, um die anderen sind wir ja nur im Zug gefahren. Take the third exit. Eins. Zwei. Ach guck mal, da geht's gar nicht mehr hin. Achso, wir mussten hier auch runter, okay. Zweieinhalb. Drei. Exit now. Jo. Spiegel passt. So, hier rechts ist eine Tanke. Wenn ich das richtig sehe? Ja. Eine Eni. Ist das nicht eigentlich Agip, dieses Logo? Ist doch egal. Einmal Diesel. Bitte. Ich glaube, da ist ein Loch im Tank. Alter Schwede, da geht aber was rein. So. Lava. Fahre an Ätna und Vesuv vorbei. Okay. So. Das haben wir erledigt. Ab auf die Fähre. Also muss ich jetzt noch einen Vulkan für dieses Achievement haben. Vesuv ist unten. Das ist dann aber Sizilien. Bei Sizilien, ne? Vesuv? Oder der Ätna? Also einen von beiden haben wir jetzt. Sehen wir da. Der andere müsste unten bei Sizilien sein. Könnte man ja als nächstes mal gucken, dass man eine Mission runter nach Sizilien kriegt. Take the second exit. The second exit? Also turn left, okay. Exit now. Ich weiß, dass ich müde werde. Ich muss doch nur noch hinten auf die verdammte Fähre drauf. Dann passt das doch alles wieder. Go straight. Okay, we go straight, my friend. Napoli Centro. Schöner Hafen hier. Schöne Nachtbeleuchtung. Gefällt mir. Schön mit ein paar Lichtpunkten. Schattenwurf. Naja gut, hat das Spiel nicht wirklich. Oder wirft der LKW Schatten? Nein, das Spiel hat eigentlich gar keinen Schattenwurf. Oder habe ich ihn ausgeschaltet? Oh, ich bin viel zu schnell. Hier ist 40. Turn left. Hier rein, das Hafengelände, jawohl. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt, das ist doch toll. Hier schon? Hier schon? Nein, da hinten, wusste ich doch. Das kam mir doch spanisch vor. Da ist das Schiff, da wollen wir hin. Ich werde schon wieder müde. Naja. Rauf auf den Dampfer. Recomputing. Recomputing? Ich bin im Wasser gelandet, mein Freund. So. 11 Stunden, die Fähre. Wir wollen nach Cagliari fahren. Auf geht's. Nein, wir sind nicht in Mariam. Das ist ein bisschen ganz woanders. Ganz bisschen ganz woanders. Oh, nur ganz, ganz bisschen ganz woanders. Wir sind auf, wie nennt sich das hier? Ah, guck mal.
Einmal um die Insel. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich alle drei Fähren von der Insel ausnehmen. Ah, das machen wir dann. So, wie weit haben wir es jetzt noch? Guck mal, 214 Kilometer. Getreidesilo. Get ready to turn left. Ja, Mokwi. Erstmal müssen wir hier raus. Turn left. Aber möglichst nicht die Schranke und den blöden Poller dann bitte mitnehmen. Ich kann nicht left turn. There's an ample in the way. It doesn't allow me to. It says red. Sassari, da wollen wir hin. Keep right. Right? Ah, hier rechts runter, okay. Geradeaus geht's auch nicht, oder? Doch, geradeaus geht's, doch. Nein, geht's nicht. Ist bloß hier nicht so schön abgeschnitten wie überall woanders. Hier ist einfach so ein Bups. Ich weiß gar nicht, nimmt man Schaden, wenn man gegen die unsichtbaren Barrieren fährt? Hier ist 50, oder? Hier ist 50. Das ist also dann, Sardinien? Sardinien, glaube ich, ne? Das hier ist Sardinien, glaube ich. Go straight. Schon wieder 50. Gott, oh Gott. Sind hier alle 5 Minuten, alle 5 Meter die Geschwindigkeit ändern? So. Signifa Transport. Aus Griechenland. Da hinten müssen wir gleich rechts. Dann wechseln wir hier mal schön die Spur. At the roundabout, take the first exit. Yes, sir. Exit now. Ich exite doch schon. Monserrato. Keep right and then turn right. Turn right. Der Holztrailer, der uns gerade entgegenkam, ist glaube ich auch 1:1 aus dem Landwirtschaftssimulator übernommen. Zumindest sieht er exakt genauso aus. Na klar, die Dinger sehen halt so aus, aber teilweise habe ich echt das Gefühl, dass sie die Modelle wirklich 1:1 aus dem LS kopiert haben. Oder aus Mods für den LS hauptsächlich. Ist immer noch 50? Ist doch 80, oder? Ups. Ja. Ich will keine Spiegel. Olbia und Sassari oder Sassari? 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 Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sassari. So. Pannenstreifen gibt's hier nicht. Bleibst du liegen, bist du tot. Oh! Ein alter Renault Hauber. Cool. Schön. Solange das nicht zu viele sind, die rumfahren, finde ich das echt schick. Also so ein paar kleine alte. Die SKs, da fahren mir echt ein paar zu viele von rum. An dem Mercedes SK. Aber sonst so ab und zu mal ein F2000, so wie man es halt in der Realität auch sieht. So alle 100 Jahre mal, ja, und die Wohnwagen sind viel zu schmal. Also alle
paar tausend Kilometer siehst du mal so ein Ding. Was war das? Kreditzinsen? Wahrscheinlich, ne? Zeit, dass wir in Sasari ankommen. Aber da finde ich das ganz schick, dass man da mal so ein bisschen was Antikes quasi sieht. Oder ein bisschen was Seltenes. So 143M Skaga. Siehst du heutzutage ja auch quasi gar nicht mehr. SK sowieso nicht. Die sind ja alle mittlerweile durch Actros oder sonst was ersetzt worden. F2000 genauso. MAN. Wobei der F2000 glaube ich länger lief als der. Als die SK. Glaube ich. F2000, F90 müsste länger gelaufen sein. Ich glaube der TGA oder was danach kam, kam erst später. Schöne Gegend hier. Ja. Also in dem Rahmen von dem, was der Eurotruck Simulator so hergibt. Engine ist ja auch schon nicht mehr die neueste. Schattenwurf kann die, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe es vielleicht einfach ausgeschaltet. Muss ich nur noch mal reingucken, wenn wir die. Ja, da war das Lenkrad wieder nicht. Wenn wir die Fracht abgeliefert haben. Wir hätten ganz schön heißen Reifen da vorne mit seinem Absatzkipper. 86 km/h und ich komme nicht hinterher. Ganz schön am Heizen der Bengel. Olbia wollen wir nicht hin. Jetzt werden sie alle wieder langsam, oder was? Rechts geht's tief runter. Was ist das denn hier? Einfach mitten. Ist das nicht eine Autobahn, wo ich hier fahre? Ich dachte, das wäre eine Autobahn. Ne, war es nicht. Jetzt ist es eine Autobahn. Okay. Ich dachte, das wäre eine Autobahn. Bin schon wieder zu schnell. Fast unser Ziel. Marmor wollen wir nicht hin, okay. Doch, das sind leichten Schlagschatten haben die Autos. Oder so einen leichten Schatten direkt unter sich. Aber so einen richtigen Schatten haben die auch nicht. So dynamische Schatten. Das kann die ändern wahrscheinlich nicht. Hier, das ist wieder der schicke Renault. Genau der kam uns vorhin auch schon mal entgegen.
vorne geht's gleich rechts ab. Keep right and then exit right. Ja, wie wär's, wenn du mal eine Kurve fährst? Danke. Exit right. Einmal um die Insel. Jetzt habe ich die. Gibt es hier nur drei Städte auf der Insel? Zwei habe ich nämlich gerade freigeschaltet. Hat er gerade gesagt. At the roundabout, take the second exit. Second exit ist also gerade rüber, ne? Ja. Ich schneide jetzt einfach mal beide Fahrspuren. Exit, ich will ja da vorne links. Keep left and then turn left. Mhm. Hier, ne? Wir folgen turn dem left. Da. Guck mal, das schönste Auto der Welt. Fiat Multipla. Das sind also auch die wirklich wichtigen Meisterstücke der Ingenieurskunst nicht ausgelassen. This is where it ends. Jetzt wüsste ich noch gerne, wo ich mit dem Eimer hin muss. Hinter die Hütte, okay. Das heißt, wir fahren hier mal rechts an längs. In der Hoffnung, dass wir ihn über den linken Außenspiegel reindrücken können. Das ist Günther. Günther wartet schon auf die Gabelstapler. Da nicht. Da auch nicht. Dazwischen, wa? Es war so klar. Es war so klar. Das war echt klar wieder mal. Da vorne was? Nee. Dreimal gebremst und die Kessel sind leer. Was war das denn gerade? So. Unsere erste Fahrt nach Sardinien. Knapp 1000 Kilometer Fahrstrecke. Ordentlich Bonus dazu. So muss das sein. Da können wir hier schon wieder was Neues kriegen. Könnten mal die sparsame Fahrweise noch ein bisschen pushen. Das schadet ja nicht. Genau. Da sind wir wieder in Sardinien. Was gibt's denn für neue Aufrissteile? Fahren wir wieder nochmal zum Truckhändler.
Reifenvorderachse, ja, die sind jetzt nicht so schick. Ah, Hauptspiegel in Lack, aber das ist aber für den 2009er erst. Fenders, 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 modern lackiert. Das könnten die tatsächlich sein, dass die vernünftig lackiert sind. Original Lack 2, ein paar Sonnenblenden. Da könnte es tatsächlich noch ein paar interessante Sachen geben. 410 PS, das ist für den RRLJ, den fahren wir ja. Die sind für den R, also nicht für das, was wir hier haben. Was gibt es denn für Aufliegerteile neue? Ich habe aber immer noch nicht den Dreiachs-Trailer, ne? Nee. Aber wir könnten Flatbed fahren jetzt. Aber es lohnt sich halt noch nicht wirklich, ne? Ich würde sagen, wir fahren mal eben schnell zum Truckhändler gucken. Wir haben mal 410er haben wir ja schon drin. Wir fahren mal Let's schnell zur go. nächsten Werkstatt, gucken mal, was wir da so für Spielereien installieren können. Nu Pump! Nerv nicht! Ah, meine Kessel sind wieder voll, sehr schön. Hier wieder rechts, ja. At the roundabout, take the first exit. Jo, muck weh. Exit now. Rumpel, rumpel. Turn left. Ohne Trailer ist er ganz schön schnell. Hui. Achso, Go straight. Das ist die Einfahrt da rechts. Garantiert, oder? Ja, das ist die Einfahrt, da darf man nicht rein. Turn right, then continue straight. Da ist die Werkstatt. Sehr schön. Go Ach guck mal, Mercedes-Händler haben sie auch noch dabei. Right. Aber ich will kein Mercedes kaufen. Nein, nein, ich bleib bei meinem Turn Scania. Right. We're here. Now drop the load and go. Das Achievement mit von wegen fahre mit allen LKWs 1000 Kilometern habe ich schon. Also brauche ich da jetzt auch nicht zwangsläufig noch. So. Da gibt es immer noch nichts. 410 PS. Wäre halt ein bisschen besser für Schwergut, ne? Bisschen mehr Newtonmeter. Aber hier, wesentlich besser bei Steigung. Das kann eigentlich nicht schaden. Die Badge kann bleiben vorne, würde ich sagen. Ja, die kann bleiben. Sonst noch irgendwas Schönes hier? Fahrerhaus, das Highline, aber. Nein, kein Highline. Können wir uns nicht leisten, leider. Ja. Stellung raus. Den dicken Motor rein. Hauptsächlich wegen Steigung, ne? Kann ich denn hiermit jetzt. Gut, das Standard. Da würde ich das Standard gut mit verschlechtern. Wenn ich das Getriebe jetzt installiere. Das hat halt noch eine etwas andere Übersetzung. Aber bringt's das jetzt? Nicht wirklich, glaube ich. Nee, wir bleiben bei dem Getriebe erstmal. Das kann erstmal so bleiben. Das fährt sich ja ganz gut. Das lassen wir erstmal so. Ja. Schicker LKW. So. Jetzt haben wir den dicken Motor da drin. Können wir noch mal gucken, was für Auflieger wir uns nehmen. Guck mal, wir könnten uns ein Flachbett mit Holzboden holen. Ist halt ein Single, klar. Flatbed mit Holzboden. Und ein Tandem nur. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Aber was können wir uns denn bei Jazzycat kaufen? Ein Goldhofer oder ein Wheelton? Das wäre halt für später irgendwann mal ganz cool, ne? Kannst du dir halt schicke.
Four Axle oder Steerable. Achso, dann sind die hinteren Achsen wahrscheinlich lenkbar. Und hier noch so ein paar schöne Boxen drauf. Räder kannst du nicht ändern, okay. Sidemarker. Hier kannst du sicherlich noch wieder, genau, Warnschilder anbringen bei der Rampe. Silber oder lackiert. Jo. Könnte man auch irgendwann mal. Nein, ich möchte. Ja, ich möchte das Rücken machen. Ich will doch nur gucken. Und der Goldhofer? Der kostet natürlich ein bisschen weniger. Hat anscheinend keine eigenen Stützbeine. Okay. Kannst halt aber auch nichts dran verändern. Irgendwie mal gar nichts. Nicht mal die Lampen. Naja. Gut. Das ist nicht so das Wahre. Wie viel Cash haben wir denn? 33.000. Was sagt denn unser... Es sind noch 39. Den könnten wir dann bald mal abzahlen, wenn wir die Kohle haben. Nach der nächsten Mission vielleicht mal. Fähigkeiten habe ich keine mehr über. Das war jetzt der 17. Auftrag, ne? Ja, Verona Sasari. Gabelstapler. Müssen wir mal gucken, wo wir so als nächstes... Genau, was hatte ich da jetzt gerade noch für ein... Ah, das lädt ja die Karte, das dauert immer so lange. Mal gucken, was das andere Achievement war, wovon ich jetzt 66... Aber ich vermute mal, dass ich nur noch Olbia fahren soll. Für das Achievement. Was er mir gerade sagte. Einmal um die Insel. Fahre in alle Städte auf Sardinien. Genau. Und wir waren in Cagliari und in Sassari. Also müsste man als nächstes jetzt nach Olbia fahren. Haben wir noch einen Kurzstreckenauftrag von Sassari nach Olbia? Nö, das nächste wäre Catania. Das ist schon wieder auf der Hauptinsel. Das bringt's dann nicht wirklich. Guck mal hier, schön Double Trailer, Östert. Und das. Das hier wäre dann halt wieder, das wäre halt richtig schwer Last, ne? Aber, da ist die Karre nicht für geeignet, die wir im Moment fahren. Tja. Ja, da muss man doch mal gucken hier. Ach, guck mal, da könnte man dann nach Mazedonien direkt rüberfahren für 22.000. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir da als nächstes mal hinfahren können. Wir haben eine Garage, ne? Genau, oder? Haben wir? Eine Garage müssten wir haben in Berlin, genau. Die ist winzig. Ach, es gibt winzig mittlerweile. Gab es nicht sonst immer... Winzig gibt's auch? Okay. Ich dachte, es gäbe klein und groß. So, das ist halt unsere letzte Garage. Einmal nach Sardinien. Ja. Video ist jetzt etwas länger geworden. Ich hatte ursprünglich vorgesehen, auf der Fähre einen Schnitt zu machen, aber die zweite Hälfte waren irgendwie nochmal 25 Minuten. Und für 25 Minuten extra Video, das hätte sich jetzt auch nicht gelohnt. Also habe ich gesagt, machen wir ein großes davon. Dürften jetzt so Stunde 10, Stunde 15 sowas sein. Naja. Hatte ich ja gesagt beim Eurotruck Simulator, können die Videos ein bisschen länger werden. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Von Shootern, Strategie, Simulatoren, alles quasi, was ich gerade so zocke, streame ich eigentlich auch. Und das sind viele, viele, viele verschiedene Dinge. Kann natürlich mal eine Woche lang das gleiche sein, aber dann kommt auch mal wieder drei Tage lang was Unterschiedliches. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut wieder rein. Und dann bis zum nächsten Mal auf Sardinien.